Hiya Barbie. Hi Ken. You wanna go for a ride? Sure thing, Ken. Jump in. Diese Zeilen kommen uns doch allen bekannt vor. In jedem Fall denjenigen, die in den 90er Jahren zu diesem Song jede Party gerockt haben. Die Rede ist von dieser Plastikpuppe, der die Band Aqua 1997 ihren Song Barbie Girl gewidmet hat und bis heute noch in aller Ohren ist. 1989 wird die dänisch-norwegische Eurodance-Band gegründet. Allen voran Leadsängerin Lene Crawford Nyström, die den meisten durch ihre schrillen Outfits und extravaganten Frisuren im Kopf geblieben ist. Neben drei Studioalben ist ihr Aquarium und der darauf enthaltene Song Barbie Girl bis heute am geläufigsten. Doch was macht die schrille Frontsängerin 24 Jahre nach ihrem Durchbruch? Die auch unter dem Namen Aqualene bekannte norwegische Sängerin Lene Nyström ist heute noch auf diversen europäischen Bühnen anzutreffen. Zuletzt hat man sie auf den dänischen Rainbow Awards im September 2020 bestaunen können, bei denen auch die dänische Kronprinzessin Mary teilgenommen hat. Wie auch knapp 25 Jahre zuvor ist hier anhand ihres po-langen Flechtzopf noch gut ihr ausgefallener Kleidungsstil zu erkennen. Die Mutter von zwei Teenagerkindern steht allerdings nicht nur auf der Bühne, sondern versorgt auch andere Bands und Künstler mit selbstgeschriebenen Songs. Daneben arbeitet sie weiterhin an ihrer Solokarriere. Doch auf ihrem Instagram-Profil kann man erkennen, dass die 47-Jährige auch anders kann als immer nur schrill und ausgefallen. Ob ganz privat mit Mama Berit, natürlich und ganz ohne Make-up im Bett oder mit Kurzhaarfrisur und T-Shirt bekleidet auf einem Snowmobil im Schnee. Älter ist sie kaum geworden und auch eins ist ihr definitiv geblieben: ihre Wandlungsfähigkeit.